Ja, Real Warfare 1942 hätte ich jetzt was gesagt, habe ich auch gesagt. 1242 ist der heutige Gegenstand der runden Stunde. Ne? Finde es auch ein ganz nettes Anfangsbild, das kommentiert ganz gut oder so, was hier nämlich gleich passieren wird. Ich habe wie immer die Musik ein bisschen runtergedreht. Wir spielen mal die Einführungskampagne und dann schauen wir uns, was ist das Ganze eigentlich? Wie ist das zu bewerten? Ich weiß gar nicht bei den Optionen, ob man hier noch Bedienoberfläche, gut, man konnte alles Mögliche da irgendwie noch einstellen. Fuddel ich jetzt aber mal nicht drin rum. Ich lasse es so, wie das Spiel das eigentlich mal vorgegeben hat und legen wir los. Also, Machttest, Schlachttyp, normal. Aha, wir könnten noch einfach nehmen. Kriegsnebel an oder aus, ich lasse ihn mal aus. Also hier, ich denke mal, Westrussland sind wir mit den Einheiten. Was haben wir hier? Ein Prinz, Pike 2, Schwert 3. Wird also seine paar Reiter dabei haben. Wir treten gegen Ritter zu Pferde an. Relativ stark, haben alles 3. Wir haben einen etwas schwächeren Rat, aber hier Elite Axtkämpfer. Die hier könnten wir die Pikeniere Veteranen gegen solche Ritter schicken. Da müssten doch die Pferdchen anhalten. 50 Bogenschützen, dem haben wir 60 Bogenschützen-Veteranen entgegenzusetzen. Gucken wir mal. Also, dies ist die erste Schlacht des, was? 13. Jahrhunderts, der Anfang deiner Ausbildung in der Kunst des Krieges. Es wird dir. Mal gucken, kann man das hier. Ach, da verschiebe ich das. Hier außen. Wo war ich denn jetzt? Es ist sehr wichtig, dass du den Ratschlägen. Ja, man sieht hier schon so ein bisschen von der Übersetzung. Das Ä ist kein Ä, aber daran kann man sich gewöhnen. Deines Mentors folgst. Er wird dir die verschiedenen Details und die Weisheiten des Kriegshandwerks näherbringen. Ohne dieses Wissen und so weiter ist es unwahrscheinlich. Bla 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 bla. Ja, ich höre auf den Mentor. Alles gut. Legen wir doch mal los. Also, liebe Leute, erwartet jetzt hier nicht irgendwie ein Total War oder solche Geschichten, das nicht, aber es ist halt mal ein anderes Szenario und hat zwar schon ein paar Tage auch Willkommen auf dem zum Buckel, Kampftutorial. aber hören wir mal. Dieses Tutorial bereitet dich auf die kommenden Schlachten vor. Dein Feind ist die ungarische Vorhut. Du musst den Feind schlagen, indem du die Umgebung nutzt und zeitgenössische Taktiken einsetzt. Ruhm oder Tod. Ja, finde ich jetzt von der Grafik erstmal nicht so hässlich. Kurz gucken. Mit dem mittleren Mausrad kann ich die Kamera drehen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass ich mit den Pfeiltasten über das ganze Feld fahren kann. Ja. Da drüben stehen die Gegner. Zack, wie sind die denn formiert? Die haben vorne die Bogenschützen, stehen natürlich am Hang. Könnten die Ritter voll runterpreschen. Die Bogenschützen werden sich bestimmt zurückziehen, wenn ich so ein bisschen in die Richtung marschiere und denen zu nahe kommen. So, hier haben wir dann jeweils einen ganzen Batzen Einheitenwerte. Berittene Sergeanten. So, eine Formation normal, Front gesichert. Eieieiei, das gucke ich mir jetzt aber nicht die ganze Zeit im Kampf an, sondern probiere es mal eher so ein bisschen intuitiv zu machen. So, was steht denn da oben? Du musst den Feind schlagen. Klar. Indem ich die Umgebung nutze. Super Nummer. Er sagt einem aber nicht wie. Was ja auch wurscht ist, ne? Einfache Drusina-Speerkämpfer. Das ist ja lustig. Speerkämpfer. So, die kann ich beide anwählen, indem ich STRG gedrückt halte. Wahrscheinlich kann ich die auch irgendwo formieren. Oder gruppieren vielmehr. Einfach im Vorlauf, da geht's raus. Gucken, ob man die auch hier unten anwählen kann. Einfache Ja, Drusina-Speerkämpfer. geht auch. So, einfache Drusina-Speerkämpfer. Kommandant! Reiten wir erstmal dahin. Berittene Speerkämpfer. Die gehen mal auf die Seite. Einfache Drusina-Speerkämpfer. Die Heinis schicken wir hier in die Mitte. Mal gucken, ob man. Kann man eigentlich da. Ne? Kann man die irgendwie anders. Speerkämpfer. Ja, man kann sie anders ziehen. Fußspeerkämpfer. Mal
Okay. Formation lässt sich also ein bisschen breiter machen. Schöne Doppelreihe. Berittene Truppen. Ebenfalls. So. Mal sehen, wen haben wir denn noch? Meine Bogenschützen. Bogenschützen. Stelle ich die denn mal hin? Erstmal ein bisschen Ordnung hier bekommen. Einfache Drusina Bogenschützen. Und das sind die anderen Bogenschützen. Stellen wir mal daneben. Schwertkämpfer habe ich gar nicht. Einfache Drusina Speerkämpfer. Schwerter habe ich nicht. Einfache Drusina Speerkämpfer. Elite Drusina Schwertkämpfer. Elite Drusina Schwertkämpfer? Wo sind die denn? Die weiter hinten? Schwertkämpfer. Ach, da habe ich auch noch welche. Na komm, stell euch mal hin. Elite Drusina Schwertkämpfer. Die stehen dahinter. Kamerasteuerung und bewegende Einheiten, Mann, das mache ich doch gerade schon bewegen alles. Der Einheiten. Beginnen wir mit den Grundlagen. Kamerasteuerung mit der Tastatur. Wer die ist der? Habe ich doch schon alles. Drücke WS oder auf runter, ist der hier hoch runter. Um die Kamera nach links oder rechts zu drehen, drücke Q und E oder Steuerung links. Mit Hilfe okay. Der Tastatur kannst du auch bis zu drei Kamerapositionen. Ist der G und F. Wenn du die entsprechenden Tasten drückst, gelangst du schnell zur jeweiligen Position. Muss ich nerven ein bisschen, ne? Kann sehr nützlich sein, wenn eine lange Front Kamera mit Hilfe der Maus steuern. Um die Kamera zu drehen, kannst du auch das Mausrad verwenden. Ja, ja, du kannst ich die Maus auch verwenden, um die Kamera zu bewegen und zu drehen, sie auf den unteren Teil des Bildschirms. Ja. Jede Einheit wird dort durch Symbole angezeigt. Elite Drusina Schwertkämpfer. Einheit ausgewählt. Sie wartet auf deine Befehle. Elite Drusina Schwertkämpfer. Die Einheit aus der Formation zurückfallen. Das musst du verhindern. Deine Truppen müssen besser organisiert sein, wenn der Feind in der Nähe ist. Wenn der Trupp ausgewählt ist, rechtsklicke auf das Zentrum der Kreisformation. Was für ein Kreis? Wo soll ich mich denn jetzt hinschicken? So, jetzt kurz gucken. Option, Audio. Gott sei mit uns! Danke. So, jetzt mal erstmal geduldig aus, ne? Nichts gegen diese Musik der Zeit, aber doch nicht, wenn ich mich hier auf eine Schlacht konzentriere. So. Wo er jetzt immer noch die Mitte und Formation und so hat, das ist mir nicht ganz klar. Wo auch immer er mich da hinschicken wollte. Wenn der Trupp ausgewählt ist, rechtsklicke auf das Zentrum der Kreisformation. Was meint er damit? Da, Kreisformation F7. Im Kreis aufstellen! Okay, was hat man sonst noch? Offene Stellung, geschlossene Stellung. Infanterie, Kreis bilden! Puh, okay. Na komm, geh mal. Kann man die eigentlich auch laufen lassen? Ne. Elite Drusina Schwertkämpfer. Bei Linienformation, was haben wir noch alles? Kann man ein bisschen schneller machen hier. So, zack, ein bisschen. So, bleiben die jetzt im Kreis? Ja, ne? Die haben einen Kreis aufgestellt. Unten sieht man das. Unter dem Bildchen. So. Rechtsklicke auf die Mitte des Kreises. Elite Drusina Schwertkämpfer.
Was soll mir das denn bringen? Im Kreis aufstellen! Sind sie doch. Habe ich schon mal gesagt, dass ich so finde, dass mir das gar nichts bringt hier? Habe ich das schon erklärt? Wird. Wahrscheinlich schießen die Bogenschützen mich eh schon hier alle kaputt. Werden schon nervös, ha? So sind sie doch schon. Kommandierender Offizier! Attacke! Bereit zum Angriff! Berittene Speerkämpfer! Greif den Feind an! Einfache Drusina-Speerkämpfer. Du hast meinen Rat missachtet. Greif an! Entschieden, die Verantwortung in der Schlacht selbst zu übernehmen. Nun, entweder bist du zu ungeduldig oder ein erfahrener Kommandant, der schon viele Schlachten... Greif den Feind an! Ruhm oder zu... Attacke! Wie mal langsamer machen hier. Elite Drusina. Greif den Feind an! Marsch! Attacke! Was mit denen da? Die flüchten? Fußspeerkämpfer! Attacke! Elite Drusina Schwerkämpfer! Greif an! Marsch! Attacke! Einfache Drusina Schwerkämpfer! Greif an! Schwertkämpfer. Angriff! Greif an! Armeekommandant, greif den Feind an! Schwertkämpfer. Lauf zum Angriff! Greif an! Elite! Greift an! Einfache Drusina Schwertkämpfer. Greift an! Wer kloppt sich denn hier noch? Ein Ritter. Und warum haut sich da denn ein Ritter? Ja, ich wollte jetzt einfach mal das Ganze ein bisschen schneller machen hier und nicht so verzögern. Ich glaube, in dem Tutorial ging es ja hauptsächlich erstmal darum, oder so zu gucken, wie sieht denn die Steuerung aus. Ein bisschen Attacke! Erledigt hier. Greif den Feind an! Angriff! Der Preis des Sieges! Okay, jetzt ist es erledigt. Jetzt sind zwei Ritter, die sich irgendwie kloppen hier unten. Puff, 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 puff. Okay, lassen wir das mal. Was haben wir denn? Wie viel haben wir denn verloren? Stärke am Ende, getötete Feinde. Naja, 123 und 28 Verluste, da hat man sich nicht so
viel gegeben. Ich mache jetzt einfach mal weiter. War aber auch schon fies irgendwie das Ganze da. Das war die Einführungskampagne. Super. War natürlich schon irgendwie fies, die so an den Hang zu stellen. Echt gemein, da kann ich mit dem Bogenschützen gar nicht irgendwie hochschießen. Das war für die taktisch schon besser. So, benutzerdefiniertes Spiel kann man auch machen. Aha, machen wir mal Real Warfare. Was ist das denn hier? Die Eröffnung, Gefecht. Ist das das, was ich gerade gespielt habe? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne? Das scheinen jetzt so Szenarien zu sein bei einer Kampagne. Mal gucken. Ein riesiger Staat. So, Russland, 13. Jahrhundert, ein riesiger Staat, wesentlich größer als jedes andere europäische Land, obwohl zerrissen von internen Konflikten, stand es immer fest gegen die vielen Bedrohungen von außen. Eine Macht erwies sich jedoch als zu stark. Die Mongolen kamen unerwartet und stürmten durch Russland. Ja, man sieht hier, da sind auch noch so ein, zwei Buchstaben drin, die aus dem Russischen stammen könnten hier, ne? Ja, dann weiß man jetzt auch, woher dieses Spielchen kommt. Wien, brennender Wirbelwind. Die zerstrittenen Prinzen konnten gegen eine so furchtbare und starke Macht nicht bestehen. Sogar die größten russischen Städte, Kiew, Wladimir, was und so weiter, Moskau, schlag mich tot, Smolensk, die fielen. Naja, das Land kämpfte wild bis zum letzten Mann. Am Ende wird Russland geeint sein, die Mongolen vertrieben und Litauen unterworfen. Doch die große Schlacht steht erst am Anfang. In diesen dunklen Zeiten wurde Russland von seinen Prinzen geführt und Alexander Nevsky war einer von ihnen. Okay. Und nu? Deutsche Ordensritter. Das hier, nehme ich mal an, sind... In dieser Schlacht erhältst du das Kommando über die besten russischen Kampfeinheiten. Lanzenreiter der Elite Druzhina. Handelt sich um einen schnellen, manövrierfähigen Einheitentyp, aber werde nicht so selbstsicher, da dein Missionsziel entsprechend herausfordernd sein wird. Deine Reaktionsfähigkeit und das Vermögen, schnell vorzurücken, wird aber die Höhe der Verluste entscheiden, die die Armee deines Vaters erleiden wird. Um deine Ziele erfolgreich erfüllen zu können, beachte folgende Ratschläge. Wenn du einen Feind angreifst, versuche ihn an den Flanken oder von hinten zu erwischen. Ja gut, das ist klar. Wenn du mehrere Ziele zur selben Zeit angreifen musst, erteile jedem Truppenteil deine Befehle im Voraus. Also man sieht schon, wie gesagt, ich glaube, ganz am Anfang hatte dieses Spiel nicht mal eine deutsche Übersetzung. Ist, bin ich ja schon ganz froh, dass man hier irgendwie was lesen kann. Weiß ich natürlich nicht, was das hier soll. Ich hoffe nicht, dass ich gegen diese ganzen Deutschritter da kämpfen muss. Weil die ja doch viel, viel mehr sind. Oder das sind Einheiten, die ich kaufen kann später. Mal gucken. Ich stelle jetzt erstmal auf einfach. Was macht man damit? Deutschritterorden. Was mit denen? Okay. Kaufe berittene Bogenschützen, Veteranen. Habe ich aber gar nicht. Minus 1700. Ich kann hier miese machen? Ist ja cool. Keine Ahnung. Was mit denen hier? Kann ich hier auch rüberziehen oder? Was haben die denn damit zu tun? Schnall ich jetzt gar nicht gerade. Weil das so viele sind. Und warum bin ich so pleite? Speerkämpfer, Bogenschützen, Speerkämpfer, Veteran. Ein paar Pikeniere vielleicht. Gottchen, die sind so wenig Leute. Keine Ahnung, probieren wir das mal. Ich habe keine Ahnung, was das hier jetzt wird. Nicht genug Geld. Das weiß ich. Okay, das kann man rückgängig machen. Ich kann also im Grunde genommen gar nichts kaufen, weil ich kein Geld habe. Was dann bedeutet, vielleicht bin ich der Typ mit den Deutschritter-Hannis. Gucken wir mal.
Was, indem du eine stabile Position annimmst und schmerzliche Gegenangriffe durchführst, kannst du eine große Armee besiegen. Okay. Ist irgendwie ein ganz schön langer Ladebildschirm. Es war das Jahr 1234. In den letzten 10 Jahren sah sich Nordrussland zahlreichen Angriffen und Invasionen ausgesetzt. Mann, da pfeift der Wind. Im Jahr 1224 ging die Stadt Jurijew nach langer Belagerung verloren. Ihr Verteidiger, Prinz Wjachko, konnte nicht ertragen, dass seine Stadt vom Feind erobert wurde, und trieb sein Pferd von den Stadtmauern in tödliches Feindfeuer. Die Invasoren nannten die Stadt Dornbach und machten sie zur Diözese Dornbach. Im Jahre 1227... Der Wind ist so laut. ...erfolgreich die Inseln Sarema und Mugur und eroberten. Um die Invasion zu stoppen und die Deutschritter von weiteren Angriffen auf Russland abzuschrecken, marschierte Prinz Jaroslav II. Mit seiner Armee aus Pereslav-Zaliski heran, Groß-Nowgorod zu unterstützen. Er sammelte Hilfstruppen aus der Umgebung und überfiel die Diözese Dornbach. Hey, wer mischt denn hier alles mit? Seine erste Begegnung mit deutschen Truppen fand am Ufer des Emajogi statt. Diese Schlacht markiert den Beginn des russischen Rachefeldzugs. In diesem Kampf übergab der Prinz zum ersten Mal das Kommando über einen Teil der Truppen seinem Sohn Alexander. Der junge Mann zeigte schon bald, wozu er fähig war. Prinz, eine Nachricht eures Vaters. Ihr sollt die Infanterie des Feindes vernichten. Sie wollen unser Zentrum von den Flanken her angreifen. Ihr werdet sie bald sehen. Prinz, bedenkt, dass euer Angriff effektiver ist, wenn ihr den Feind über die Flanken und von hinten angreift. Vergesst nicht, dass die Kavallerie am besten in vollem Galopp frontal angreift. Der Feind darf sie nicht in Nahkämpfe verwickeln. Viel Glück. Okay, Pause. Kämpft bis zum Tod! Jetzt gucke ich mir erstmal an, was hier überhaupt los ist. Wie sieht denn das hier aus? Wer ist das hier? Armeekommandant! Prinz Alexander. Elite! Elite Drusina Speerkämpfer. So, das hier sind die Ordensritter. Oder? Ja. Das heißt, der Alexander müsste probieren, da in die Flanke zu fallen. Das denn hier? Das sind alles Reiter, wa? Alter Schwede, wie viele Pferdchen haben die denn dabei? Da hinten ist alles voller Bogenschützen. Hier ist gemischt. Da haben sie Speerkämpfer vor die Bogenschützen gestellt. Und warum stehen da noch Reiter? Flanke ist gut, da kannst du ja hier hinten komplett lang marschieren. Nur irgendwo ist auch mal Schluss, ne? Kommt man hier überhaupt hoch? Ne, denkt man nicht. So, was haben wir dann hier drüben? Alles Bogenschützen. Das hier. Nämlich. Ach, da oben ist er noch. Wer ist das?
Wie ist denn das? So wie ich das sehe, sind das alles Einheiten, die nicht steuerbar sind von mir, sondern ich steuere die blauen. Die Drusine Bogenschützen. Tja, es wäre jetzt mal spannend zu sehen, wie die Schlacht überhaupt sich entwickelt. Und mit meinen paar Männern sollte ich hier aber mal ganz schön die Füße stillhalten. Ich habe hier Elite Drusina Speerkämpfer. Ich habe nur Reiter. Klar. Und in die Reiter, da kann ich nicht reinballern. Macht ja keinen Sinn. Ich könnte schon hier auf den Hügel reiten und dann runterpreschen und mich auf die Schnauze legen. Egal, wir machen es mal an. Gucken, was geht. Mal ein bisschen die Truppenbewegung angucken hier. Was sind das für komische Geräusche? Hört sich an, als würde einer schießen. Die da drüben bewegen sich auch alle. Der Deutschritterorden wartet einfach ab. Machen ja gar nichts. Und die da? Die rücken vor. Oder so ähnlich. Jetzt preschen die da rein. Stellen sich auf, ne? Aber wem soll ich denn in die Flanke fallen? In der anderen Reiterei? Macht auch keinen Sinn. So, ich habe die mal gruppiert. Kann ich überhaupt? Nein. Nein. Ist die Frage, wo würden die denn lang reiten, wenn sie hier hinten lang sollten? Sofort! Nee, sie kommen da nicht runter. Scheiße. Oh, Kamera, jetzt spinn hier nicht rum. Da ist Reiterei. In welche Richtung stehen die denn hier? Gucken da rüber, dann würde ich da ja im Grunde genommen
Es wäre zu früh, wenn ich den jetzt in den Rücken falle, wa? Gott, die ziehen sich schon zurück, weil sie einen auf die Schnauze gekriegt haben. Formation setzen. Jetzt müsste ich doch eigentlich mal angreifen, wa? Scheiße, was soll ich denn machen? Sofort! Oder muss ich die Roten angreifen? Was ist denn das jetzt? Ach du Scheiß, ich greife Rote an. Das sind gar nicht meine Feinde. Die Feinde sind die Roten. Greif den Feind an! Gemacht, mein Sohn. Als nächstes musst du Folgendes tun. Der Feind erkannte seine Situation und nimmt Defensivpositionen ein. Unsere Hauptstreitmacht ist bereit zum Angriff. Aber die Armbrustschützen auf dem Hügel sind eine große Gefahr. Deine Aufgabe ist es, den Feind links zu umgehen und die Armbrustschützen von hinten anzugreifen. Der Angriff ist das Zeichen für unsere Attacke. Gib dein Bestes. Unsere Männer zählen auf dich. Viel Glück. Wie soll ich die denn hier links umgehen? Ich kann doch gar nicht den Hügel hoch. Muss ich hier hinten lang? Ja, tatsächlich. So, dann machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller hier. Wir stehen dem Feind nun im Rücken. Vor uns sind die feindlichen Armbrustschützen. Wenn sie angreifen, werden viele unserer Soldaten sterben. Ihr müsst alle freien Armbrustschützen in den Nahkampf zwingen, denn auf kurze Distanz können sie ihre Armbrüste nicht benutzen. Gebt jede eurer Einheiten ein anderes Ziel vor und greift an. Sie haben keine Chance. Hier sind doch die Armbrustschützen, oder nicht? Kommandierender Offizier, bereit zum Angriff! Kavallerie! Greif den Feind an! Elite Drusina Speerkämpfer! Drusina! Greif den Feind Elite an! Elite Drusina Speerkämpfer! Greif den Feind an! Jetzt
vernichten. Wir greifen von beiden Seiten, von vorn mit der Infanterie und von hinten mit der Kavallerie. Unterstütze die Kavallerie. Viel Glück. So. Der Weg voraus ist versperrt, für Armbrustschützen flankiert. Wir werden hohe Verluste. Dann einen Hügel von links haben wir gemacht. Was hat er gesagt? Ich soll jetzt die Kavallerie unterstützen. Ja, aber die Kavallerie ist doch. Das ist der Geier, wo die hier kämpfen. Die standen hier. Sind hier rüber und sind inzwischen hier hinten. Da. So. Das heißt, ich könnte jetzt hier runter. Greift an! Hier ist doch gar nichts mehr an Feinden. Die sind alle im Arsch. Nichts mehr übrig hier. Ein paar minimale Truppen, die hauen alle ab. Die flüchten. Soll ich denn die Kavallerie hier noch unterstützen? Na, tot. Die Gegner. Attacke! Naja. Insgesamt gesehen ist das Spiel ja eigentlich ganz schick bis jetzt. Wahrscheinlich wäre es dann auf normal total schwierig. Und ich habe nur Glück, dass ich es auf einfach spiele. Hm. So, jetzt volle Lotte rein. Hat sich das auch so ein bisschen gelohnt. Von den Gegnern Verluste. Ja. 4265. Okay. Ja, mal sehen, wie der ganze Spaß weitergeht. Fortfahren. Jetzt habe ich auch Geld bekommen. Guck an, dann kann ich jetzt auch irgendwie gucken, dass ich mir zu dem Alexander doch so ein paar Einheiten kaufe. Dann, ja, vorhin waren ja doch die Deutschritter, das waren meine Verbündeten, jetzt sind die Mongolen. Sind die Mongolen jetzt meine Verbündeten? Mal gucken, die feindliche Hauptstreitmacht ist in zwei Gruppen aufgeteilt, Infanterie, Kavallerie. Vor ihnen befindet sich eine kleine Aufklärungseinheit, die aus berittenen Bogenschützen besteht. Die Flanken sind durch Lanzenreiter gedeckt, der Feind ist noch nicht voll bewusst. Ja. Auch deine Armee ist zweigeteilt und dient deinem Verbündeten als Flankenschutz. Deine Hauptaufgabe ist das Abfangen und Vernichten der Truppen, die die Flanken des Feindes sichern, damit dieser nicht in dem Rücken oder im Rücken deines Verbündeten durchbrechen kann. Okay, Verbündeten werden nicht lange durchhalten.
einfach nur angucken, was es ist. Na gut, dann schauen wir mal. Berittene Elite-Speerkämpfer. Ich bin einfach nur geritten. War gar nicht so doof. Was kostet er denn? Wenn ich wieder Flanken sichern soll, werde ich vielleicht besser nur berittene Truppen mitnehmen, wa? Das wäre zu viel. Vielleicht die Bogenschützen auch zu teuer. Vielleicht ein paar Bogenschützen. Auch zu teuer. Oder? Nee. Die gehen. Gut, dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ich mache einen kleinen Schnitt. 7. Februar fiel Wladimir nach 5-tägiger Belagerung. Am Ende des Jahres waren auch Schustal, Jurejew-Polski, Starodob am Kliasma, Gorodes, Kostroma, Galich-Merschki, Wologda, Rostov, Jaroslawl, Uglisch, Kaschin, Kiznyatin, Dmitrov und Wolok am Lama niedergebrannt oder lagen in Trümmern. Doch die Mongolen trafen nicht nur in Moskau und Wladimir auf hartnäckigen Widerstand, sondern auch in Pereslawl-Tschaleschki, Twer und Torzhok. Dies waren die wichtigsten strategischen Punkte auf dem Weg nach Nowgorod und die Russen verteidigten sie tapfer. Die mongolischen Truppen kamen bis in die Nähe von Groß-Nowgorod, aber sie waren durch den heroischen Widerstand des russischen Volkes stark geschwächt. Das Kräfteverhältnis verschob sich zu ihren Ungunsten. Eine kleine Vorhut, verstärkt durch Verräter aus den eroberten Städten, drang in die Länder Nowgorods ein. Sind ja mal fette Truppenaufläufe hier. Es war an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Nowgorods Mauern waren stark, der Wille der Verteidiger sogar noch stärker. Aber auch die Angreifer, obwohl geschwächt, waren noch immer mächtig. Nun galt es, den Feinden zu zeigen, dass Russland noch nicht besiegt war, dass es im Angesicht der Übermacht stark bleiben und dass Nowgorod bis zum Tode kämpfen würde. So, das muss ich mir jetzt erstmal aber in Ruhe angucken. Die Mongolen marschieren wie geplant direkt in unsere Falle. Die Schlachten muss ich mir erstmal zu Gemüte ziehen. In den Wäldern sind Einheiten zur Unterstützung auf beiden Seiten der Schlucht. Ich kann ihre Hauptstreitmacht in der Schlucht einige Zeit aufhalten, während du dich um die Unterstützungstruppen kümmerst. Sie dürfen nicht zum Ende der Schlucht kommen. Die Schlacht hat begonnen! Wenn beide Einheiten vernichtet sind, steht die Schlucht unter unserer Kontrolle und der Weg in ihren Rücken ist offen. So, ich habe wieder die Blauen. Also auf dieser Seite und auf der anderen. Aber wie gesagt, das muss ich mir jetzt erstmal ganz in Ruhe angucken und dann legen wir los mit der Schlacht. Ich habe mir das Schlachtfeld dann jetzt mal angeguckt und habe also auf den Flanken Reiterei. Also ich habe hier 4 Gruppen, hier drüben habe ich 5 Reiter und eine Truppe Bogenschützen. Die habe ich ein bisschen weiter nach vorne beordert, hier ungefähr hin, damit die dann eventuell diesen Flankengruppen der Gegner, das sind jeweils die Pferde, entgegentreten können. Die hier. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wie man die geballte Macht in der Mitte aufhalten soll, ist mir noch schleierhaft. Es könnte höchstens sein, wenn ich die in die Flucht geschlagen habe, dass ich dann hier durch das Tal runterkomme, wobei hier sind immer so Kanten, da kann man nicht, dann müsste ich hier hinten durch diesen Weg nach unten und dann in den Rücken der anderen gelangen. Das wäre eine Möglichkeit. Das gleiche funktioniert dann eigentlich auch hier drüben. Wenn ich die besiegt habe, könnte ich hier über den Weg hinten rum da rankommen. Ja, ob ich da dann noch viel kaputt mache, weiß ich allerdings nicht.
lassen wir die Schlacht mal ablaufen und gucken, was hier so geht. Ich hoffe, dass diese beiden Gruppen auch tatsächlich vorrücken. Sie tun das. Hoffentlich weit genug. Die auch. Meine Männer sind in Formation. Die kommen durch den Wald. Ich warte hier auf sie. Und würde auch hier jetzt erstmal Keil bilden. Keil sagen. Und muss gucken, zum Angriff, dass ich die jetzt angreife. Das war mit dem Keil nicht mehr weit her. Greift an! Ach, hier drüben ist auch schon alles zugange. Ja. Zum Angriff! Schneller als ich dachte. Da dürfen die einfach nicht durch. Das mit der Steuerung ist noch ein bisschen muselig. So. Meine zweiten Leute. Was ist das hier unten? Ist der irgendwer durchgebrochen? Nee. Aber die dürfte ich zurückgeschlagen haben. Denke ich mal. Schick jetzt die Kavallerie in den Rücken. Ein Teil der mongolischen Infanterie fällt zurück. Eine perfekte Gelegenheit, sich getrennt um sie zu kümmern. Das wird meinen Truppen helfen. Halte dich von den Rändern der Schlucht fern, damit der Feind nicht gewarnt wird. Dahin reite ich. Mit denen müsste ich jetzt auch hierhin vorrücken. So. Das ist natürlich Unsinn, was die mit ihren Pferdchen machen. So, jetzt rücken wir mal wieder mit der ersten Gruppe hier vor, und zwar da kommen noch zwei solche Pferdefigürchen. Bilde deinen Keil! Dann müsste ich eigentlich die dahinter angreifen, ne? Ich denke, ich bin zu weit weg. Mal Pause machen. Ich denke oder so, dass ich jetzt das irgendwie hinkriege. Mal gucken. Sofort! Und die hier drüben, die lasse ich dann jetzt mal schon hier rummarschieren. Oder vielleicht sogar schon bis hier, ne? Moment, welche habe ich denn jetzt? Ah, falsch. Ja. Die müssen dahin. Oder Quatsch, die greifen an. Und die hier, die müssen sich hier aufstellen. So. Mal gucken, ob das alles so hinhaut. Bleiben wir erstmal bei Nummer 1, die gerade so eine Attacke reiten. Durch den Wald. Greift an!
wieder. Dann könnte ich doch den Oberbefehlshaber angreifen hier. Meine Leute gehen drauf. Die da flüchten alle. Ich frage mich, wo meine Bogenschützen sind. Greif den Feind an! Greif den Feind an! Marsch! Ja, Bogenschützen in einer Reitertruppe ist dämlich. Jetzt könnte ich den Kommandeur erwischen. Bin sehr gespannt, ob mir das gelingt. Attacke! Kommandeur könnte tot sein. Jetzt komme ich hier hoch. Greif den Feind an! Greife die da an. Diese Pferde-Heinis hier langsam erledigt haben auf der Seite. Die hauen auch ab. So, Formation hier hinstellen. Mal gucken, wie es weitergeht. Leute sind noch übrig. Greif den Feind an! Tja, okay, ich melde mich gleich, wenn es geklappt hat. Mal gucken. Welch ein Gemetzel hier. Man sieht aber auch gar nicht mehr, wie, was hier noch so ist. Oder nicht, ob die so richtig kämpfen. Greift an!
ich noch weghauen, dann müsste es eigentlich vorbei sein. Bilde deinen Keil! Greif an! So, jetzt kann man eigentlich sehen, was da so auf einen zukommt in diesem Spielchen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie noch weitere Schlachten durchführen, aber ich denke, wenn einer sagt, das ist was für ihn, so ein bisschen mit seiner russischen Geschichte als Hintergrund, dann glaube ich, kann man das kaufen und das kostet auch nicht mehr viel Geld, weil das Ding eben schon relativ alt ist. Ich schreibe das hinter meine Kommentare mal rein, für wie viel man das ungefähr bekommt und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass alle Strategen unter euch da jetzt ein bisschen Spaß hatten. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? So, und gerne Kommentare hinterlassen, ob ich öfter mal Strategiespiele machen soll oder mal, wie gesagt, auch was vollkommen anderes. Bis bald. Tschüss.